Enemies to the east. Enemies to the west. Enemies to the south. Enemies to the north. In jeder Himmelsrichtung ein Konflikt. Der erste Trailer zur 7. Staffel von Game of Thrones zeigt uns eine Schlacht nach der anderen. Welche er uns zeigt, was sie bedeuten, was sie bedeuten könnten und welche er uns vor allem nicht zeigt. Whatever stands in our way, we will defeat it. Im Osten ist Daenerys gelandet, am Strand von Dragonstone, dem ersten Sitz ihrer Familie in Westeros. Vor 300 Jahren hatte sich Aegon the Conqueror das alte valyrische Schloss zu eigen gemacht. Dank der Magie aus dem vergangenen Valyria ist es mehr aus Stein geformt als aus ihm gebaut. Als bei Roberts Rebellion der Mad King starb und King's Landing fiel, floh dessen Ehefrau zurück auf das entlegene Dragonstone. Dort brachte die schwangere Rhaella Targaryen während eines schweren Sturms ihre Tochter zur Welt, Daenerys, genannt Stormborn, die Sturmgeborene. Daenerys Jelmasmo Ixan! Daenerys Jelmasmo au Naja Demas! Henlentor Targaryen! Damit dürfte bald auch Nicht-Buchkennern die Herkunft ihres Titels erklärt werden. Nige Daenerys Jelmasmo hen Targaryo Lentrot. En Valyria wipo anagar exan. Valyria munioengos nuhis isa. Da sie und ihr Bruder Viserys anschließend nach Essos verschifft wurden, hat sie von Westeros nie etwas anderes kennengelernt als Dragonstone. Hier schließt sich der Kreis. Sie kehrt wortwörtlich in ihre Heimat zurück. Game of Thrones liebt es, Handlungsverläufe zu wiederholen und zu einem anderen Ende zu führen als beim ersten Mal. Der letzte Verwalter von Dragonstone hat vom gleichen Kartenraum aus seinen Feldzug gestartet und verloren. Was good? What's good? And how's he? How's he? Danny hat nicht nur die bessere Ausgangslage, sie borgt sich unbewusst die Taktik eines anderen gescheiterten Rebellen, Robb Stark. Dieser wollte als letzte Möglichkeit, den Krieg doch noch zu gewinnen, den schwächer verteidigten Sitz der Lannisters erobern, Casterly Rock. I'm going to take their home away from them. Und die Unsullied erobern etwas. Etwas, das von den Bannern der Lannisters übersät ist. Etwas, dessen Architektur wir so noch nicht gesehen haben. Vielleicht etwas, das jemanden auf Dragonstones Kartentisch dazu veranlassen könnte, einen Lannister-Löwen umzustoßen, der auf einem Ort platziert ist, der mit einem C und einem A beginnt. Do you know how much gold was mined in the Westerlands this past year? I haven't a clue. Go on, your best guess. Pounds, tons, ounces? Doesn't matter, the answer's the same. Can't be. Our last working mine ran dry 3 years ago. Ein Sieg nur der Prestige wegen, denn wie wir mittlerweile von Tywin Lannister höchst selbst wissen, sind die Goldminen von Casterly Rock schon vor Jahren versiegt. Auf dem Papier ein großer Sieg, nach außen hin hat man damit den Lannisters den Geldbeutel abgeschnitten. A Lannister always Don't pays. Say it. Don't fucking say it. Die Lannisters werden nicht mehr ihre Schulden zahlen können. Aber Cersei weiß es sowieso schon besser und Dany wird es sehr bald besser wissen. Im Ergebnis spaltet sie ihre Armee damit sogar auf. Ein großer Teil der Unsullied wird wohl Casterly Rock erobern, weit im Westen. De facto schwächt sie sich damit für einen wertlosen Felsen. Aber von wo aus wird sie King's Landing angreifen? Der naheliegendste Weg ist wie einst für Stannis der Seeweg. Und es wird zu einer Seeschlacht kommen. Eine Seeschlacht, die Cersei eigentlich nur verlieren kann, wenn sie denn nicht wenigstens einen Verbündeten findet. Ein dramaturgisches Problem der 7. Staffel ist die offensichtliche Unterlegenheit des Throns. Aegon the Conqueror hat nur 3 Drachen gebraucht, um die 7 Königslande zu erobern und unter sich zu vereinigen. Seine Nachfahrin hat weitaus mehr in petto und Cersei ungleich weniger. Nachdem diese sämtliche Verbündete in die Luft gesprengt oder gegen sie aufgebracht hat, bleibt eigentlich nur eine Person, die eine Streitmacht hätte und ebenfalls einen Verbündeten benötigt, Euron Greyjoy. Mit einer Seemacht alleine kann man keine Ländereien erobern, sehr wohl aber verteidigen und an dieser Schlacht sind Greyjoys beteiligt.
Die letzte Seeschlacht in Game of Thrones wurde durch Wildfire entschieden. Dieses sieht aber nicht nur anders aus, es breitet sich auch anders aus. Ein schmaler Strahl in eine Richtung kann eigentlich nur eines bedeuten. Diese Schlacht wird nicht durch Wildfire, sondern durch Drachenfeuer entschieden. Oh, move aside for your king. Haven't I always, brother? In den Büchern ist Euron Greyjoy der Einzige, der Dannys Vorteil zu ihrem Nachteil umdrehen kann. Dort besitzt er ein valyrisches Drachenhorn, das die Macht über Drachen ergreifen soll. Nun wäre es nicht das erste Mal, dass die Serie etwas aus den Büchern komplett ausspart. Aber es wäre auch nicht das erste Mal, dass die Serie ein Motiv der Bücher aufgreift und im Ergebnis auf eine andere, auf eine eigene Weise trotzdem durchsetzt. I'm not sure I'm a lady. Westerosi customs are still a bit foreign to me. Zumindest könnte man hier die Allmacht Dannys brechen. Ein Teil ihrer Flotte kommt aus dem Süden, zur Verfügung gestellt von den Dornish und den Tyrells, oder was von beiden übrig ist. Dass Cersei aber weder die Gefahr aus dem Norden noch aus dem Osten wahrnimmt, kann das erste Ziel nach ihrer Machtergreifung nur die Rache an Dorne sein. Denn Cersei vergibt nicht. Dorne ist aber aus den vergangenen Jahrhunderten dafür berühmt, seine Schlachten auf dem eigenen Terrain zu gewinnen. Guerillakrieg. Cersei wird zu ihnen kommen müssen. Zumindest Cerseis Armee. We will defeat it. Das würde auch den Schauplatz der größten Schlacht im Trailer erklären. Im Süden, zwischen King's Landing und Dorne. Zwischen der Reiterschar der Dothraki und den hilflos unterlegenen Lannisters. Und mittendrin eine wahre Targaryen. I was born to rule the Seven Kingdoms. The Great War is here. The King of the North! Der andere Targaryen weiß noch nichts von seiner Familiengeschichte. Wer es aber wissen könnte, ist Littlefinger. Just am selben Grab von Lyanna Stark hat er schon durchblicken lassen, dass er mehr ahnt, dass er mehr weiß. Yes, he chose her. And then he kidnapped her and raped her. Der tugendhafte Ned Stark kehrt mit einem Bastard aus dem Krieg zurück. Einen Meister der Täuschung kann man nur schwerlich täuschen. Auch wenn das gleiche Stark-Blut genauso leicht zu provozieren ist. You're a funny man. Huh? A very funny man. Für Jon hat aber eine andere Bedrohung Priorität. Die White Walker, angeführt vom Night King. Was ist Jons Strategie? Was macht er mit einer kleinen Gruppe so weit im Norden, nördlich der Mauer? Von Bran kann er noch gar nichts wissen und dieser war der Mauer bereits so nahe, dass der untote Onkel sich der magischen Barriere nicht mehr nähern konnte. Das größte Problem neben den White Walkern ist für Jon Snow ein anderes. Trotz der Eroberung des Nordens, trotz der Vereinigung, wird er es schwer haben, überhaupt irgendjemanden von der untoten Bedrohung zu überzeugen. Kaum jemand Lebendes hat sie gesehen, kaum jemand im Süden wird sie je sehen können. Eine überschaubare Expedition jenseits der Mauer, mit dem Ziel, etwas zu beschaffen, vielleicht sogar etwas zu entführen, um alle anderen Geplänkel zu beenden und die Menschheit zu vereinigen, das wäre ein sinnvolles Ziel. Spekulation, eine Fantheorie, wer weiß. Die unzähligen Geplänkel, Subplots, die sich kreuzen in Wege anderer Charaktere, sie sind im Trailer genauso wie für Jon nur eine Ablenkung. Sie sind stattdessen sogar eigene Videos wert. And then it doesn't matter whose skeleton sits on the Iron Throne. Die größte aller Schlachten ist in Game of Thrones ohnehin eine andere. Eine, die weniger eindeutig ausfallen dürfte. Denn alles, was wir bisher im Trailer gesehen haben, hat einen vorhersehbaren Sieger. Schlachten sind aber immer dann am spannendsten, wenn wir eben nicht wissen, wie sie verlaufen werden. Man erinnere sich nur an die überraschendste aller Schlachten, in Hardhome. Nichts in den Trailern oder im Promomaterial oder sogar im Laufe der Staffel selbst hat auf dieses überraschende Ereignis hingedeutet. Wir als Zuschauer wurden davon genauso übermannt wie die Protagonisten. Überhaupt sind alle Schlüsselmomente von Game of Thrones immer auch deswegen so ikonisch, weil sie uns überraschen.
Es liegt an der 7. Staffel, uns erneut zu überraschen, uns mehr zu zeigen als das, was uns der Trailer bisher gezeigt hat. Diese Schlachten im Osten, im Süden, im Westen und im Norden führen uns zur größten aller Schlachten, von der Menschheit gegen den Tod. Die Frage ist nur, ob uns die 7. Staffel darauf vorbereitet oder sie uns sogar schon zeigt. Bis dahin wird aber gekämpft. The Great War is here.